Es war mit Till der 90er in einem Café. Da schenkte mir ein Kumpel eine Prinzen-CD. Ich schob sie in den Schlitz und ich hörte sie laut. Und trotz der ganzen eigenen Lieder ist sie alles nur geklaut. Seitdem bin ich den Silberlingen völlig verfahren, als sie mit einem Knopfdruck jedes Zimmer beschallen. Bleib mir bloß weg mit Streaming-Diensten und MP3, denn so schön liest sich lässt keine Datei. Oh nein, ich kauf noch CDs, Lieder ohne Plastik machen mich nervös. Oh nein, ich kauf noch CDs, wenn ihr's nicht verstehen könnt, glaub mir, ich versteh's. Ich weiß, die ganzen Hipster feiern wieder Vinyl, doch nach vier Liedern umdrehen ist mir leider zu viel. CDs heilen kein bisschen und bleiben länger heil. Ich löse sie 24-7 und es klingt immer geil. Hast du mal keine Nadel oder WLAN zur Hand? Steck sie in jedes Laufwerk original und gebrannt. Ich brauch nur 10, 12 Songs, die die Seele massieren. Nicht 1000 Städte, die in Playlists rotieren. Oh nein, ich kauf noch CDs. Lieder ohne Plastik machen mich nervös. Was ich hier singe, haut den Zeitgeist in zwei. Doch everything that goes around kommt wieder vorbei. Und alles, was mal auf war, ist schon bald wieder in. Das ging den Schlaghosen so nach dem Pervertin. Und graben und Ränkel diese Scheiben danach aus, verbreiten sich die Dinger wieder von Haus zu Haus. Und aus fliegenden Hybridkarossen wird man dann hören, wie sie die digitale Steinzeit beschwören. Oh nein, ich kauf noch 10.